Hey Leute, willkommen zurück zu Everybody's Gone to the Rapture. Ich werde euch jetzt kurz die Szenen einspielen, die mir noch entgangen sind. Viel war es nicht, eine konnte ich leider nicht mehr finden, beziehungsweise das Ende des Pfarrers, das hat man leider nicht gesehen bei mir, warum auch immer. Ich zeichne das Muster jetzt seit 3 Stunden auf und habe bisher mehr als 3 Megabytes an binären Daten gesammelt. Das Muster scheint bisher nicht Teil einer erkennbaren geschlossenen Schleife zu sein, aber es gibt eine Symmetrie, trotz der Konflikte. Meg? Meg, sind Sie hier? Hier, ich bin im Wohnzimmer. Zu viele Häuser sind heute Nacht leer. Das Dorf ist fast ausgestorben. Mein Kopf bringt mich um. Haben Sie die Telefone gehört? Nein, ich dachte, Sie sind alle tot. Man hört jetzt so ein seltsames Rauschen. Ich meine, ich hätte Zahlen gehört. Es klang wie diese Amerikanerin. Kate, sie lebt? Niemand hat sie gesehen. Ist Charlie zurück? Noch nicht, nein. Tut mir leid. Ist schon gut, Pater. Hören Sie, gehen Sie doch schon weiter. Ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Gute Nacht. Ja, also wie gesagt, die Pfarrerszene in der Kirche, die fehlte mir leider. Ich hätte sie eigentlich sehen müssen, aber irgendwie war sie bei mir nicht da. Warum auch immer. Ich war ja damals in der Kirche, wenn ihr euch erinnert. Naja, gut. Wir machen weiter. Und ich glaube, jetzt kommt Steven dran. Das ist Stevens Orb hier, dieser Lichtorb. Vielleicht erfahren wir jetzt, was mit ihm geschehen ist. Wir sind hier. Na gut. Ach, guck mal, es wird schon Abend. An der Windmühle war ich übrigens auch, da wo die ganze Zeit dieses Sirenensignal erklang. Das war aber auch nicht mehr da. Das war übrigens Mr. Appleton, der von der Farm. Ich glaube, der wollte die Bürger warnen, dass dieser Luftschlag hier stattfindet, aber ja, keine Ahnung. Sind alle verschwunden. Und letztes Mal haben wir auch gehört, was im Camp geschehen ist. Wahrscheinlich, naja, man hat die Flugsirenen gehört. Vielleicht, also die Flieger, von Weitem hat man die gehört aus der Ferne. Ich höre ein Telefon. Ja, ich höre das Telefon. Ich nehme einfach mal an, dass alle tot sind. Beziehungsweise haben sich alle in dieses Licht hier verwandelt. Also, zumindest alle, denke ich mal, die wir jetzt hier gesehen haben. Als Lichtgestalten. Ich meine, eigentlich müssten noch viel mehr Leute im Ort gewesen sein. Aber von denen haben wir nichts gehört oder gesehen. Es wird sich wohl nur auf diese paar Personen beschränken. Der Rest, was weiß ich, was mit dem geschehen ist. Aber warum bist du dort? Wieso rufst du nicht von zu Hause an? Schwer zu erklären. Ich muss ihm überall hin folgen. Wenn es einen geeigneten Wirt findet, verstärkt es sich. Tut mir leid, das ist schwer zu verstehen. Im Radio erzählen sie was von der Grippe und Quarantäne. Aber das, ich weiß, dass du kein Doktor der Medizin bist, aber das klingt alles wirklich seltsam. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Aber es hat etwas mit neulich Nacht zu tun. Steven, dein Gesicht dieses Mal. Glaubst du, du bist infiziert? Es ist keine Krankheit, Lizzie. Es ist etwas anderes. Kate hat da was über Muster gesagt, aber ich begreife es noch nicht ganz. Okay, komm doch vorbei. Wir essen was und dabei reden wir in Ruhe. Hast du mit Kate gesprochen? Sie hat sich im Observatorium eingeschlossen. Sie steckt bis zum Hals in Daten. Aber es ist schon hier in der Außenwelt. Ich muss sehen, wie es sich anpasst. Wie was sich anpasst? Steven, erklär es mir. Die Zeit ist um. Lizzie, hör zu. Halt dich bereit. Ich muss los. Es bewegt sich weiter. Ich ruf wieder an. Das, was er im Gesicht hatte. Als hätte er sich verbrannt, hat Lizzie gesagt letztes Mal. Hat's was mit diesem Zeug hier zu tun? Hat es ihm das Gesicht verbrannt? Ich meine, was sonst? Also er hat beschlossen, rauszugehen und die Leute zu warnen, beziehungsweise einfach diesen Luftschlag anzuordern. Er hat ja diesen einen, Karl oder wie hieß der? Den hat er ja die ganze Zeit kontaktiert und sagte, ja, er muss den Luftschlag durchführen. Aber die Familie von diesem Karl oder Clarence, nee, wie hieß der? Keine Ahnung, irgendwas mit C, glaube ich. Der sagte, seine Familie sei noch im Tal und deswegen würde er das nicht tun, aber scheinbar hat er es doch getan. Wir hören schon wieder die Sirene. Ich war oben und dann hat sie aufgehört.
Und es kam auch keine Sequenz, die habe ich das erste Mal schon gesehen. Es ist sehr, sehr komisch gerade. Ich weiß echt nicht. Na gut, ich habe den Ablauf schon verstanden. Sagen wir es mal so. Er hat... Also... Steven und Kate haben im Observatorium gearbeitet. So viel ist klar. Catherine, nicht Kate, also Cat. Die haben im Observatorium gearbeitet, haben diese komische Anomalie entdeckt. Die hat sich dann hier auf das kleine Tal zubewegt. Und hat sich dann versucht, über die Vögel irgendwie zu manifestieren. Die waren allerdings nicht stark genug, um das zu halten. Was sind da wie so... Ja, das sind wieder diese Fünkchen in der Luft. Und die sind dann alle gestorben, die Vögel. Und dann hat es versucht, sich in den Menschen irgendwie zu manifestieren. Die haben dadurch starke Nasenbluten und Kopfschmerzen bekommen. Und im Endeffekt, weiß ich nicht, haben die Menschen sich aufgelöst, weil auch sie zu schwach waren? Ist schwierig. Meinst du, es gefällt? Der Vogel hier durch die Scheibe gekracht. Ja, die Vögel wurden, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig, leider. Durch dieses Licht. Durch dieses Etwas. Durch dieses Ding. Diese Anomalie. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Entität passt auch nicht so ganz. Vielleicht ist es nur... Weiß nicht. Naja. Auf jeden Fall... Wendy ist ja seine Mutter. Sie hat ihn die ganze Zeit gesucht. Leider hat sie es aber auch nicht geschafft, ihn zu finden. Denn ihr habt es gehört, sie stand im Garten. Steht da drüben jemand? Nee. Das ist eine Pflanze, die im Wind wiegt. Ich dachte eben, da steht jemand. Seht ihr das? Sieht aus wie ein Kopf. Naja. Auf jeden Fall, sie hat es nicht geschafft. Wir haben die Flieger anfliegen gehört. Ja. Und keine Ahnung, ist das... Es müsste doch hochgegangen sein, die Bomben. Waren das Bomben? Vielleicht war es auch was anderes. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie hat es nicht geschafft, ihren Sohn zu finden. Denn Steven ist ja wohl weitergezogen, wie sich's hier angehört hat. Der ist immer weitergelaufen. Und... Wollte wohl irgendwas erreichen. Ich weiß es nicht. Ich meine, er hat den Luftschlag angeordnet. Wollte sich dann ganz feige auf der Affäre ziehen oder was? Ich meine, es war ja klar, dass die Menschen alle sterben müssen, weil sie eigentlich auch so ein bisschen das... Ja, dieses... Weiß nicht, sie waren halt Wirte im Prinzip. Ihr habt es ja gehört, das Blut war schon voll diesem Licht. Und deswegen denke ich, er wollte sich dann im Endeffekt selber retten, der Feigling. Oder wollte eben mit Lizzie abhauen, genau. Stimmt, nee, so war es. Sie wollten ja abhauen, die beiden. Und da ist wieder ein Radio. Lebt Kate noch? Ich meine, sie hat sich im Observatorium verborgen. Er hat ja gesagt, sie ist da drin und hat alles voller Daten. Vielleicht war sie die Einzige, die es verstanden hat. Die Einzige, die irgendwie diese Botschaft des Lichts entschlüsseln konnte. Aber andererseits, wer sind wir dann? Wen spielen wir hier? Vielleicht sind wir ja Kate. Nee, das glaube ich nicht. Wir müssen jemand Neues sein, der in das Tal gekommen ist und hier alles mit erlebt. Oder vielleicht sind wir auch niemand. Vielleicht sind wir einfach ein stiller Beobachter, der keinen Namen hat. Ich mache mir ja gerade richtig den Kopf drum. Ich habe nämlich kurz mal in die anderen Teile reingeschaut
und habe mir nochmal die Gesprächsfetzen angesehen, die man so mitbekommen hat. Man kann es eigentlich ganz leicht zusammenfassen. Die Story ist nicht besonders komplex, die der Menschen hier. Es gibt physische Veränderungen. Die Schmetterlingsverbrennung ist verblasst, aber ich kann von nahem deutlich die veränderten Poren erkennen. Während ich diese Worte aufnehme, höre ich sie, als wäre es das erste Mal, als würde ich gleichzeitig sprechen und zuhören. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich arbeite mit den Beweisen, die ich habe. Und die zeigen in dieselbe Richtung. Es ist nicht im Observatorium. Es ist in mir. Oha. Genau das habe ich gesagt. Es hat sich schon in den Menschen manifestiert, so ein bisschen. Und wahrscheinlich braucht es auch dementsprechend Platz. Und darum haben die Menschen Nasenbluten bekommen und Kopfschmerzen. Weil sie halt nicht mehr alleine waren in ihrem Schädel. Wie viele tote Vögel es hier gibt. Ja, die Vögel haben natürlich nicht die Kapazität. Aber Licht ist ja auch nicht stofflich. Ich meine, was ist das? Stoffliches Licht? Ah, Telefonzelle. Ich werde gleich an die Tür gehen. Oh Mann. Also Gas, deswegen sind die Bomben nicht hochgegangen. Alles klar, nee gut, dann... Was heißt gut? Das ist nicht gut. Er hat die ganzen Menschen hier auf dem Gewissen. Er hat sie alle mit diesem Gas töten lassen. Aber wo sind die Leichen? Wir haben noch keine einzige Leiche gefunden. Immer nur dieses Licht. Haben sie sich vorher in das Licht verwandelt? Vielleicht ist das Licht ja gar nicht böse und vielleicht versucht es einfach nur die Menschheit zu retten. Und hat sie jetzt in dem Falle einfach mal vor dem Tode bewahrt. Aber, ja, vielleicht hat Steven das falsch interpretiert. Oh, guck mal, das wieder. Nee. Das ist kein Licht. Ich dachte eben, das wären wieder diese Lichtkügelchen auf dem Boden. Nee, wahrscheinlich ist das Licht gut und versucht die Menschheit zu retten. Aber vor was? Ich meine, es ist 1984. Es müsste schon längst alles geschehen sein. In unserer Zeit jetzt. Aber das ist es ja natürlich nicht. Vielleicht ist es auch nur hier in dem Dorf passiert und hat sich gar nicht weiter ausgebreitet, weil Steven eben die Bomben hat abwerfen lassen. Beziehungsweise das Gas. Es ist sehr viel Spekulationsfreiraum. Vielleicht hat Kate ja doch noch was erreicht. Oder vielleicht hat sie das alles hier verhindert. Dass quasi eine Apokalypse des Lichts stattfindet. Hört sich jetzt irgendwie komisch an, ne? Oh, das ist der Pub, oder? Pub-Quiz. Curry and Pint. Was ist Curry? Achso, Essen. Ja, Curry halt, ne? Wow. Gut siehst du aus. Nein, tu ich nicht. Aber danke. Du auch. Und, schon eingelebt? Hier hat sich gar nichts verändert. Ich meine, es ist toll, wieder hier zu sein. Fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Auf seltsame Weise. Es ist lange her, Steven. Als du mich das letzte Mal gesehen hast, konnte ich noch richtig gehen. Ich finde, du siehst hübsch aus. Ach, hör auf. Ich will nur sagen, tut mir leid, wie alles gekommen ist. Oder auch nicht. Oder so. Stimmt. Glaubst du, es war ein Fehler, wegzugehen? Meine Mutter sagt, es ist nie zu spät, etwas zu ändern, es wieder gut zu machen. Witzig. Genau dasselbe hat sie zu mir neulich auch gesagt. Ich hatte mich schon gefragt, was sie damit gemeint haben könnte. Das ist ja so peinlich. Tut mir leid. Vielleicht sollte ich gehen. Wieso?
Steven, wir sind beide verheiratet. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Wir sind doch nur zwei alte Freunde, die zusammen was trinken. Vielleicht waren sie einander bestimmt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie ja wieder zusammengekommen. Denn Lizzys Mann war ein Säufer und Stevens Frau ist ja mehr mit ihrer Arbeit verheiratet. Außerdem hat die Mutter, Wendy, die ganze Zeit die Kupplerin gespielt. Habt ihr mitbekommen? Sie wollte die beiden die ganze Zeit wieder zusammen haben und wahrscheinlich hat sie jetzt ihren Willen bekommen. Aber der Pater hat gleichzeitig so ein bisschen versucht, ihr den Kopf zu waschen, Lizzy, und hat gesagt, das kann sie nicht tun, sie ist eine verheiratete Frau, genauso wie Steven ein verheirateter Mann ist. Ja. Ja, ich habe ja erst ein bisschen gewettert dagegen, ich weiß, das war... Immer noch ist es meine Meinung. Aber ich glaube, die beiden, die haben ja eine Vergangenheit. Ich denke mal, Liebe ist vielleicht doch ein bisschen stärker als irgendwelche Bande. Naja, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß nicht, ich war noch nie in der Situation. Oh. Aber irgendwie die beiden, ich kann mir vorstellen, die haben gut zueinander gepasst. Und warum hat er sie eigentlich ursprünglich verlassen, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ist noch nicht ganz rausgekommen, meine ich. Kommt das von oben oder von unten? Nee, von unten. Deine Anrufe, du kennst das Protokoll. Das ist jetzt egal. Es kann die Telekommunikationssperre umgehen. Ich dachte, das könnte es nicht. Kate schon. Sie hat erkannt, wie anpassungsfähig es ist, wie schlau. Großer Gott, du redest, als wäre es lebendig. Du musst davon ausgehen, dass jeder hier infiziert ist. Das wissen wir aber nicht. Wir sind infiziert. Es hat alle Vögel getötet und jetzt ist es in uns. Es versucht mit allen Mitteln, das Tal zu verlassen. Die Quarantäne reicht nicht. Du musst die Träger beseitigen. Du musst ihm die Energiequelle nehmen, seine Nahrung. Ich habe es dir schon gesagt, ich atme keinen Luftschlag an. Es weiß, dass wir hinter ihm her sind. Es wird sich ausbreiten, so schnell es kann. Die Quarantäne und die Sperre halten es in Schach. Alle Telefonleitungen aus dem Tal sind gekappt. Der Einzige, der raustelefoniert, bist du. Hast du nicht gehört? Es hat andere Wege gefunden. Radiowellen, irgendwas. Die Leitungen sind gekappt, aber die Telefone funktionieren trotzdem. Du hast alles richtig gemacht, aber es reicht nicht. Du musst es aufhalten, bevor es sich erneut Steven. Anpasst. Meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Du weißt ganz genau, was du tun musst. Ich kann das nicht tun, verlang das nicht. Du bittest mich, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Meine eigene Familie. Verdammt, meinst du, das wäre mir nicht klar? Ich werde auch noch hier sein, wenn ihr das Zeug abwerft. Erzähl du mir nichts von Opfern, du rückgratloser kleiner Arsch. Wenn du so viele Ideen hast, komm doch her und erledige du das. Sag ihnen, die Zeit, in der wir die Wahl hatten, ist um. Sie müssen es tun. Du musst es tun. Jetzt. Ist das heftig. Und er hat's getan. Ja, Steven ist wirklich überzeugend. Aber... Oh, ich weiß nicht. Hättet ihr eure eigene Familie getötet? Ich meine, es gibt ja noch keine Beweise dafür, dass dieses Phänomen wirklich gefährlich ist. Ich meine, das bisschen Nasenbluten. Wahrscheinlich sind schon Menschen gestorben und verschwunden und alles. Oh, guck mal, ist das vielleicht sein Zuhause gewesen? Schon wieder dieses... Das ist halt diese Schleife, diese Unendlichkeitsschleife. Aber was bedeutet das? Das Licht ist unendlich. Naja. Okay, Leute. Ich lasse es mal gut sein mit diesem schönen Bild. Möchte ich den Part beenden. Ich danke wie immer fürs Zusehen. Danke für eure Unterstützung. Und sage bis zum nächsten Mal mit Everybody's Gone to the Rapture.